Hallo und willkommen zusammen auf meinem Kanal. Wir befinden uns wieder in The Long Dark und erstmal ein Danke an die Abonnenten, die Kommentare und Bewertungen. Also Abo und die Glocke nicht vergessen. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn was Neues da ist. Okay, gut. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, Also unsere Aufgabe ist, wir haben erstmal die Aufgabe die Hoffnung, gelangt bei Nacht in den Damm, während der Himmel leuchtet. Okay, das hört sich erstmal gar nicht so schwierig an. Auf jeden Fall ist es momentan noch nicht Nacht. Allerdings, es fängt schon an zu leuchten. Problem, wir haben, wir haben eigentlich nichts an Lampenöl. Also Lampenöl haben wir nicht. Und ich habe mir so überlegt, ich werde mal mir eine Vorratskiste besorgen. Und die finden wir, einen Moment, hier hinten. Und immer dieses und, hallo. Ja, auf jeden Fall möchte ich diese Kiste finden. Und die Kiste, ja, die ist etwas weiter weg. Das heißt, wir müssen ein wenig laufen. Ich werde das Ganze natürlich auch beschleunigen. Denn das würde sonst ein bisschen zu lange dauern. Ich denke mal, wir brauchen ein bisschen Licht, um dann im Staudamm auch wirklich was zu sehen. Der Wahrscheinlichkeit nach, also wie wir schon mal gesehen haben, bei Nacht ist es so, dass auch Lampen leuchten. Und ja, wie soll ich sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da drinnen jetzt wirklich alles schön hell ist und so weiter. Daher dachte ich mir, ich besorge da mal ein bisschen was. Damit wir dann auch was sehen. Denn wie ihr euch erinnert, beim letzten Mal sind wir ja im Staudamm gewesen. Ja, im Staudamm, da war es eben halt dunkel. Und ich stand ja jetzt draußen am Feuer. Ja, das ist aus einem guten Grund. Ich hatte bei der letzten Folge, die ihr gesehen habt, schon die Folge eigentlich einmal gemacht. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gab ein Problem mit der Aufnahme und dementsprechend muss ich das nochmal machen. Somit hatte ich zwei Spielstände. Gut, aber jetzt geht es erstmal ein wenig schneller voran. Gut, okay, wir haben es geschafft. Die Vorratskiste haben wir hier. Mal gucken, was wir da haben. Ein EPA-Pack. Ja. Okay, kann man machen. Ja. Oh, und Handschuhe. Super. Handschuhe. Wir haben zwar welche, aber die sind nicht so toll. Dann würde ich sagen, die legen wir gleich mal an hier. Und da haben wir die Handschuhe. Ja. Da. Ach. Ein weiter. Ja, die ziehen wir jetzt an. Und mal schnell noch eine Reparatur. So, nochmal reparieren. Das machen wir auch nochmal. Juhu. Okay, super. Dann, ich werde jetzt dieses Mal nichts zerlegen. Da haben wir letztes Mal sehr viel Zeit mit verbracht. Was ist denn das? Eine kleine Siedlung. Auch schön. Ui, der Himmel sieht aber toll aus. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die ist verschlossen. Na toll. Mal gucken, was haben wir hier? So. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Bisschen was sehen wir ja sogar. Aber mal gucken.
wie denn das aussieht mit der Lampe. Ja, wir hatten halt nichts dabei. Ah, wir haben nur noch eine Fackel. Die verwenden wir doch. Gut. Es werde Licht. Alter Schlafsack. Den kann man nicht aufheben. Ist das? Nee. Also den können wir nicht aufheben. Ich nehme mal an, dann ist das ähnlich wie mit den kleinen Stücken, die sind kaputt oder so. What have we here? Da ist noch was drin, die nehmen wir doch mit. Aber die andere, die lassen wir dann auch da. Denn zwei brauchen wir ja nun gar nicht. Die volle und das ist die leere. Jo, tschüss. Tschüss, Lampe. Das ist doch genial. Aha. Hope nobody needs this anymore. 97% sogar in Ordnung. Ich würde sagen, die ziehen wir sofort an. Denn, ups, denn die wird wohl besser sein, wie das, was wir jetzt haben. Ah, die können wir auch dahin tun. Ist sie besser? Definitiv. Ja, die ziehen wir an. Und dann geht's weiter. Schauen wir mal. Ja, gut. Okay. Schnell hier wieder raus. Gucken, wie es mit der Tageszeit aussieht. Jo, hervorragend. Dann würde ich sagen, wir machen uns schon auf den Weg. Oder? Wir gucken noch einmal hier rein. Was? Ich habe ein Abzeichen erhalten. Super. Oh, eine Fackel. Die nehmen wir doch auch mit. Und Nähzeug. Ja. Bin ich voll dafür. No. Alter Schlafsack geht wieder nicht. Okay. Schade. Ist hier noch irgendwas rum? Nee. Da ist auch nichts. Wir wollen in den Staudamm. Da können wir eh kein Feuer machen. Holz lassen wir da. Besser ist das. Oh, was ist das? This will come in handy. Sind zwar 70% in Ordnung. Ah, die stecken. Oh, was ist das? Ahornsirup. Schön. Ich glaube, den nehme ich mit. Ja. Aber da noch. Ah, nö. Die Sardinendose lassen wir da. Besser ist das. Denn ich kontrolliere noch mal schnell das Gewicht. Alles in Ordnung, hervorragend. Können wir nichts machen. Die lassen wir gleich hier. Und gut, auf geht's. Ja, so ist das alles viel schöner zu sehen. Wunderbar. Wunderschön gemacht, finde ich. Wunderschön. Sehr schön. Na, hell genug ist es ja auch, deswegen die Fackel, die stört jetzt nur. Genügend Licht haben wir, denke ich mal, dabei. Wahnsinn, oder? Der helle Wahnsinn. Echt super klasse. Ah, Schienen haben wir auch schon. Aha. Da die Laterne, die leuchtet. Das ist schön. Ja, es sieht auch total toll aus, finde ich. Will, was ist los? Ich glaube, wir legen noch schnell ein paar Sachen ab. Das dauert zu lange.
Ui, schaut mal. Der Staudamm, der ist hell beleuchtet. Cool. Finde ich ja richtig krass. Haha, sogar beim Auto sind die Lichter an. Na gut, eins am Blinken. Also es ist total faszinierend hier. Aber gut, dass wir nicht die ganze Zeit im Staudamm stecken, um den Weg zu finden. Ich meine, die Lampen sind ja eh erst jetzt angegangen. Also jetzt vor kurzem scheinbar. Er sitzt da immer noch rum. Okay, viel Spaß. So, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Komm schon. Hopp, hopp, hopp. So. Wir sind jetzt im Staudamm. Und... Der Monitor scheint sogar an zu sein, ja. Klasse. Juhu. So. Also. Hier gab es verschiedene Türen, die zu waren. Vielleicht gehen die jetzt hier auf. Allerdings, wenn wir jetzt hier Lampen haben, Strom, würde ich behaupten, wir versuchen es mal da. Ah, das leuchtet auch. Ah ja, scheint eine gute Idee zu sein. Was? Echt? Ich kenne den Code gar nicht. Hm. So. Cool. Alles am Leuchten. Also schön ist auch am Leuchten ist. Ich würde gerne ein bisschen mehr davon sehen. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Wir nehmen uns... Nein, keine Fackel. Wir nehmen das. Die Laterne... Hui, schick. Gut, auf geht's. Ah, ist das eine Taschenlampe? I think I can use this. Was? Eine ledierte? Achso, lediert, ja klar. Ja gut, okay. Gut, weiter geht's. Wollen wir hier durchsuchen? Ja, ein bisschen was können wir ja mal gucken hier. Obwohl... Thank goodness. Auch mal genug. Ja, die Ausbeute hier scheint nicht so hoch zu sein. Sehe ich gerade. Aber egal, weiter gucken. Können wir hier irgendwas betätigen? Oder hier? Ein, ausschalten. Das. Ah, eingeschlagene Scheiben. Können wir da rein? Nee. Mit Klettern hat das immer noch nicht. Keine Chance. So. Da leuchtet was. Schaltkasten. There it is. Ui. Das ist ja cool. Okay. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da war was. Hier steht zwar nichts, aber ich habe eine Vermutung. Das wäre ja cool. Da gucken wir doch gleich als erstes nach. Ja. Ey, der leuchtet. Guckt euch das an, der leuchtet. Ui. I guess there's only one. Tatsächlich, da kommt. Ha! Klasse. Den Aufzug rufen. Okay, jetzt ist dunkel. Da kann ich nichts dafür. Holy shit, what was that? Na, zum Glück können wir sie aufbrechen. Lampe wieder an. Es hört sich alles nicht so gut an hier. Also wie es aussieht,
Ja, offene Kabel sind hier. Okay. Also aus Erfahrung weiß ich, offene Kabel, die Funken sprühen, sollte man möglichst nicht drankommen. Ah, eine Tür. Und... Was liegt denn da? Oh, hier liegt ein Wolf. Wolfskadaver. Ah, ja. Tatsächlich, wir könnten... Nein, das lassen wir sein. Wir müssten noch genug dabei haben. Ja. Okay, Treppen. Aber... Geht die hin. Na, nö. Hier ist nichts. Nein. Die Treppe ist kaputt. Da. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Und ob wir da hinkommen. So. Was? Oh, verflixt. Oh, nee. Da unten das nicht gesehen. Was brauchen wir dafür eigentlich? Okay. Sollten wir haben. Schmerzmittel, jawohl. Und Verband haben wir gerade nicht. Schnell was herstellen. Ja, ja. Gut. Und Verband. Ja, also tatsächlich so, wie ich meinte, Elektrounfall. Also in der Realität ist es auch so, es ist nicht angenehm. Also Finger weg vom Strom. Überlass das denen, die damit ihr Geld verdienen. Die sollten das eigentlich schon ganz gut machen. Na, hier kommen wir wieder nicht rüber. Oh, was ist das? Das ist ein Seil. Das scheint mir dahinter zu sein. Hm, wozu das ist, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, so viel zu gucken gibt es hier auch nicht. Ja, da haben wir auch wieder so eine Treppe. So. Was haben wir denn da? Ah, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Dann brauchen wir das Seil vielleicht doch. Aber hier rüber kommen wir da nicht hoch, oder? Mal gucken. Nee. So. Da ist der Kontrollraum. Gut. Geht die Treppe? Ja. So. Durchsuchen. Wäre keine schlechte Idee. Lampenöl, prima. So. Aha. Gut. Nee, Stoff brauchen wir gerade nicht. Oha, über das Brett. Müssen wir darüber? Sieht ganz danach aus, ne? Ja. Auf geht's. So. Was haben wir hier? Da liegt noch was. I could use this. Nö, die brauchen wir nicht. Und das lassen wir auch hier. Ja. Ich finde, das ist die bessere Idee. So, was haben wir hier? Ja, da ist es doch. Wunderbar. So, dann runterklettern müssen wir selbst. Boah. Überall blitzt es hier. Ah, sieht cool aus. Ja. Vorsichtig mit dem Kabel. Nicht nochmal verbrennen. So. Ah ja, oberen Staudampf, also Dampf verlassen. Ja, der Hinweis eben war schön. Moment. Wo ist meine Lampe? Da. Gut.
mit Licht ist das schöner. Also, wenn es ganz dunkel ist zumindest. Nö, brauchen wir nicht. Sollen wir den wirklich durchsuchen oder was? Wie war das auch gleich? Durch den Katerstaudamm. Ja. Einen Weg da durch. Hier haben wir wieder eine Tür. Und. Öh. Tja, das ist aber seltsam. Mal schnell reinschauen hier. That'll come handy. Die sind eigentlich auch ganz schick, aber die nehmen wir nicht mit, das auch nicht. Nö. Oh. Ja, das nehmen wir mal mit. So. Dann hat der Will nicht so viel Probleme mit Feuer machen. Dann geht das ein bisschen schneller. Da ist wieder eine Treppe. Nee. Das lassen wir lieber sein. Wir haben uns eben ordentlich verbrannt. Elektrounfälle führen auch zum Tod. Auch hier im Spiel, nehme ich an. Und das lassen wir schön bleiben. Nö. Auf geht's. Weiter. Was haben wir da? Ach, ein Farbeimer. Also eigentlich eine Kiste, aber steht halt ein Farbeimer drauf. Better watch out. Ja, richtig. Ich sollte vorsichtig sein. Gut, scheint nicht so. Interessant zu sein. So, mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Aufpassen. Moment, da laufen wir doch aber zurück. Mal gucken. Okay, wir sind an dem Schalter. Soll das bedeuten, wir sollen den Schalter ausschalten? Na, mal gucken. Halt. So. Okay, das britzelt nicht mehr. Aber irgendwo auf jeden Fall noch. Gut, ich gehe wieder zurück. Halt. Geht gar nicht zurück, oder doch? Jetzt. Einfach nur hängen geblieben. Hier passiert auch nichts mehr. Oh ja, der Schalter war echt dafür da. Cool. Sehr gut. Könnte man doch eigentlich auch zum Rucksack nochmal zurück, oder? Ah, nee. So. Eine Tür. Das finde ich interessanter. Ein Gang. Ja. Aber nicht nur ein Gang. Ich mache mal die Lampe aus. Krass. Jo. Da laufe ich mal so mit euch durch. Da passiert noch was. Wieso? Da geht's nicht weiter. Oh, oh. Ernsthaft jetzt, ich muss da durch. Ist hier noch ein Schalter? Ah, zwischendurch ist es. Holy shit, ah, doch nicht. That hurts so much. Okay, okay, Schmerzmittel her. So, der Verband. Ah ja, verwenden sollte ich den auch noch. Und ja, Verbrennung ist kalt. Sehr schön. Sehr schön. So, warum gehen wir jetzt eigentlich wieder hoch? Achso, erstmal die Lampe wieder an. Oh. Bei mir gefällt das richtig gut. Nur ich möchte natürlich, dass ihr auch was seht. Ja, mal gucken. Nö, brauchen wir nicht. Schauen wir auch noch mal rein. What have we here?
nee, das lassen wir alles da. Na, Stoff wäre vielleicht ganz gut gewesen. Eine Fackel, die nehmen wir mit. Sehr gut. Nein, das ist auch da. So, nochmal Stoff. Nö, das lasse ich auch. Gut. Was? Hä? Hey? Was ist denn jetzt? Hm, merkwürdig. Also irgendwas ist seltsam. Ah. Ah, ein weiterer Mensch. Sehr schön. A locked case. Well, that is interesting. A locked metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Ow! Stas! Hey. Your world sounds crazy. What's in the case? Will fertig. I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? See? So now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Nein. Auf. Das war's. Auf. Au! Boah, was macht der? Ah. Gut, ich habe das mal abgebrochen, da ich dann sonst Lizenzprobleme kriege. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt Episode 3. Das heißt, wir können zur Episode 3 weiter. Episode 2 ist komplett und juhu, wir haben es geschafft. Sehr schön. Da freue ich mich richtig. Und ja, er sprach davon, dass sie nicht mehr so hübsch aussieht. Und ja, wie haben wir uns das vorzustellen? Also, ich hoffe, sie lebt noch. Das wäre natürlich richtig klasse. Und ja, das würde ich sagen, erfahren wir in der Episode 3 beim nächsten Mal. Also bis dahin, nehmt noch ein Abo mit, bewertet und kommentiert ein wenig. Vergesst die Glocke nicht bei dem Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.